Ja, heute habe ich mich ein bisschen ausgesöhnt mit dem Thema Menstruation. Also es ist immer noch mit großen Schmerzen verbunden, vor allem in den ersten beiden Tagen. Da bin ich auf Schmerztabletten angewiesen und auf nicht zu wenige leider. Allerdings habe ich ja mittlerweile einen etwas längeren Weg hinter mir und habe herausgefunden, wie ich mit meiner Situation umgehen kann. Denn bei mir wurde die Krankheit Endometriose festgestellt. Das ist eine gutartige Krankheit, bei der sich Zellen der Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter ansiedeln und eben diese starken Schmerzen verursachen. Ja, das ist bei mir erst im Laufe der Pubertät entstanden. Also ich hatte die Schmerzen nicht von Anfang an, obwohl ich eben schon immer sehr stark und lange menstruiert habe. Irgendwann bin ich dann zu einer Frauenärztin gegangen und die hat das eher abgetan und hat gemeint, naja, Schmerzen gehören dazu und ich soll es mit der Pille probieren. Und ich war damals halt erst 13, 14 und irgendwie war, ja, kam das für mich nicht in Frage und ich habe mich nicht verstanden gefühlt, denn ich hatte damals schon Schmerzen bis zur Ohnmacht und bis zum Erbrechen. Erst dann im Studium habe ich mich dazu überwinden können, in Wien eine Ärztin aufzusuchen. Die hat dann den Verdacht auf Endometriose gehegt und hat mich nach Wien ins AKH weiterverwiesen. Dort wurde zuerst mit Hormonen herumprobiert. Das ist bei mir aber gar nicht gut angekommen, denn ich habe extrem stark zu bluten angefangen. Also konnte gar nicht mehr aufstehen, so schwach war ich. Ja, der Ausweg war dann nur mehr eine Operation, denn leider ist diese Krankheit kaum noch erforscht und man kann das eben ja, nur bei der Operation feststellen. Aber ich weiß jetzt, es gibt Anlaufstellen in Wien dafür oder überhaupt in Österreich und ich bin bei weitem nicht die einzig Betroffene. Während meiner Regel tut mir Kräutertee gut, ein Schmerzöl, das ich von meiner Mama bekommen habe, die Schmerztabletten natürlich, auf die ich angewiesen bin, dann aber auch Disney-Filme und Serien aus meiner Kindheit und auch der Otti hier, den habe ich zu meinem 12. Geburtstag bekommen, also fast gleichzeitig mit meiner ersten Regel, in den kann ich mich reinkuscheln, wenn ich Schmerzen habe.